Hey Leute, ich bin's Conny und ihr kennt doch sicherlich alle hier Clean Up Roblox. Ist ein Spiel, das haben im amerikanischen, im englischsprachigen Raum sehr viele Roblox-YouTuber gespielt. Hier gibt's halt eine Lobby und ihr könnt hier durch das Spiel durchlaufen und seht hier dann ganz viele Roblox-Charakter, die man dann abknallen kann, wenn sie einem nicht gefallen. Yeah! Und dasselbe gab's dann auch Katzenmädchen. Schön, dass das alles auf Deutsch übersetzt wurde. Räuber, machen wir weg. Alles weg hier. Und schon sehr bald gab es dann auch Roblox-YouTuber, die man clean upen konnte. Da gab es dann Tofu und griechisches Handwerk. Alles klar, griechisches Handwerk, Creekcraft. Finde ich auch gut. Ashley, das Einhorn. Ich finde es toll, dass die YouTuber-Eigennamen übersetzt wurden. Gaming with Kev ist jetzt Spielen mit Kev. Sharkblocks ist jetzt Highblocks. Mein Username ist Dice, kenne ich gar nicht. Kenne ich auch nicht. Mega Games kenne ich nicht. Auch so viele YouTuber, die ich gar nicht kenne. Leah Ash kenne ich natürlich. Naja, und das gab's dann auch irgendwann mit deutschen YouTubern. Flamingo, den kann ich nicht töten. Ich liebe dich doch, Flamingo. Naja, aber dieses Spiel mit den deutschen YouTubern, das war nicht so vollständig. Roblox Felix wollte das unbedingt spielen für ein Video und dann ist ihm aufgefallen, dass er selbst gar nicht in dem Spiel drin ist. Es geht gar nicht, dass Roblox Felix in einem deutschen Roblox-YouTuber-Spiel nicht drin ist. Deswegen meint er zu mir, ey, mach doch auch mal so ein Spiel. Da sind wir dann wenigstens drin. Ich habe mir das andere Spiel angeguckt. Das ist ganz schön, aber erstens, die Skins, die wir hatten, die waren alle veraltet. Die haben nie die aktuellen Skins gezogen. Und es waren halt nicht alle Roblox-YouTuber dabei. Deswegen haben wir ein Spiel gemacht, wo jetzt alle relevanten deutschen Roblox-YouTuber dabei sind. Und das heißt, bewerte alle Roblox-YouTuber. Und da gehen wir jetzt mal rein. Das war Megan Plays, oh mein Gott. Das war aber eine Übersetzung. Megan Plays zu Megaspiele. Da hätte ich auch nicht raufkommen können. Danke, Trees. So, und hier sind wir dann angekommen. Weicht ein bisschen von dem Design ab, weil wir ein bisschen was Eigenes machen wollten. Und hier haben wir jetzt auch eine Liste von sehr, 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 sehr vielen Roblox-YouTubern. So viele YouTuber, dass sie gar nicht alle auf dem Server passen. Die werden immer zufällig ausgesucht, an verschiedene zufällige Positionen gepackt. Und ein paar Leute fallen hinten rüber. Das bedeutet, wenn euer Lieblings-YouTuber hier auf einem Server nicht dabei ist, müsst ihr nochmal auf einen neuen Server gehen. Und jetzt können wir alle YouTuber bewerten. Und ich muss sagen, viele dieser YouTuber kenne ich selbst nicht. Vive kenne ich natürlich, habe ich aber nichts mit zu tun. Also wird er vernichtet. Dasselbe gilt für Tops. Ich weiß nicht mehr, YouTubes. Ich kann dich schlecht zuordnen, also weg mit dir. Danny Justin, natürlich größter Ehrenmann, aber auch nur, weil Louis Danny Justin mag, kriegst du von mir ein Like. Weil hier in dem Spiel kann man die YouTuber nicht nur wipen, sondern auch liken. Ein bisschen Positivity spreaden. Chaos Flo, das Schnitzel, das nehmen wir natürlich mit rein. Dadania kenne ich nicht mehr, also kann ich nicht zuordnen. Dasselbe ist für Kantastic, habe ich nie ein Video gesehen. Nichts gegen dich, aber weg. Roblox. Also ich meine, wir haben uns an Roblox bedient, einen Augenblick. Hier für das Spielbanner haben wir Roblox Charakter genommen. Also muss ich ihm auch ein Like geben. Es wäre ein bisschen mies, wenn wir uns an seinen Grafiken hier bedienen und ich ihn dann dislike. So, dann haben wir hier noch Crafting Pad. Ich habe nie ein Video von Crafting Pad gesehen, muss ich so sagen. Ich kann ihn nicht einordnen, deswegen kommt er weg. Ich gucke nicht so viele Roblox-YouTuber. Außer Elina kenne ich auch gar nicht. Weg. Vitamine. So, ich habe ein, zwei Videos von Vitamine schon mal gesehen. Die haben mich nicht so interessiert. Ich habe aber auch einmal schon mit ihm auf Discord gesprochen. Da fand ich ihn ziemlich cool, deswegen kriegt er von mir ein Like. Caspro kenne ich persönlich nicht. Also kommt er weg. Mibu Roblox kriegt natürlich ein Like. Einfach nur, weil er die Kollega-Musik in Brookhaven raussucht. Ehrenmann. Und iCrimex spielt auch eigentlich gar kein Roblox. Aber er hat halt einen Roblox-Account. Er ist ein YouTuber, also ist er im Spiel da drin. Aber ich mache ihn weg. Kill Kio oder Kaio macht, glaube ich, eher so Horrorspiele und hat halt auch einen Roblox-Kanal. Der, glaube ich, nicht sagt, keine Ahnung, habe ich nie verfolgt, kann ich nicht einordnen. Also weg mit dem. Awesome Elina ist von Dr. Banks. Ja, das kann sehr gut sein. Ich habe die Roblox-YouTuber zwar größtenteils alle rausgesucht, aber ich gucke ganz viele Roblox-YouTuber nicht und kann sie deswegen nicht einordnen. Ente weiß ich, macht Videos zusammen mit Alphastein, aber ich gucke weder seine noch die Videos von Alphastein. Also weg und weg. Und Pharos kriegt von mir ein Like. Aber auch nur, weil ich, als ich das Spiel erstellt habe, habe ich immer wieder gesehen, was für lustige Skins Pharos drin hat. Das fand ich sehr lustig. Habe ich auch ein paar Mal auf Twitter gepostet. Deswegen, jetzt hat er wieder diesen normalen Skin drin. Den finde ich eher lame. Aber den Skin, den er zum Beispiel gestern drin hatte, habe ich gestern auch auf Twitter gepostet, fand ich sehr cool. Und Roblox Felix kriegt natürlich ein Like, weil er zu Gang dazugehört, auch wenn seine Krawatte bei mir irgendwie die Hälfte der Zeit nicht lädt. Sandy Raoul, habe ich keinen Bezug zu, also weg. Dasselbe hier, Alphastein ist genauso wie Alti und Ente gucke ich nicht. Boss Victor 187 oder einfach nur Victor kriegt von mir ein Like, genauso auch Dylan Dusk und Livs HD. Schwer zu sagen, ich habe von Livs HD bisher nur ein Video gesehen und das war richtig weird. Also da, keine Ahnung, hat er irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Ich kenne Livs HD als Person nicht, ich mache ihn weg. Dann haben wir hier noch Bapo, ganz in Ordnung eigentlich.
kriegt von mir einfach mal ein Like. Da gucke ich aber auch die Videos nicht. Die ganzen Roleplay-Videos gucke ich eigentlich nicht. Ah, jetzt tut es mir leid, dass ich LivsHD weggevibed habe. Aber ich habe halt noch nie irgendwas von LivsHD geguckt, außer den Anfang von einem Video und das war verstörend, aber das ist auch schon ein Jahr her. Und was ich in dem Jahr getan hat, keine Ahnung. Syntax chillt mit Vitamine zusammen. Habe ich aber nie einen Bezug zu gehabt, also kommt er weg. So, Rebecca Ring kommt weg. Pfah. Zeddy ist ziemlich cool, mit dem habe ich ein paar Mal schon gesprochen auf Discord. Deswegen kriegt er von mir auch ein Like. Und SU, keine Ahnung, könnt ihr mir mal in den Chat schreiben, wer ist SU? Ich habe keine Ahnung, wer ist SU-Blocks. Damit ich irgendwie zumindest weiß, wer das ist, schreibt es mal in den Chat, Leute. Ein GTA 5-YouTuber, ein Fortnite-Spieler von iCrimex. Ach so, okay, okay, okay. Dann habe ich keinen Bezug zu ihm. Dann kommt er weg. Marjo ist ein Freund von Zeddy. Ich habe noch nie mit Marjo gesprochen, aber Zeddy meinte, er ist cool. Also kriegt er von mir auch ein Like. Dandy habe ich keinen Bezug zu, also weg. Arazul kriegt ein Like, weil ich habe mich an sein Bild bedient. Er hat einen ziemlich coolen Skin, wie ich finde. Und ich muss appreciaten, Arazul ist ein Hustler. Ich appreciate wirklich sehr, was er auf YouTube macht, auch wenn ich mir seine Videos nicht angucke. Mit Aberok hatte ich meine Schwierigkeiten in der Vergangenheit. Vor etwa einem Jahr hat Aberok noch, also schon ein bisschen mehr als vor einem Jahr, ist schon länger her, hat Aberok noch nicht so Roleplay-Videos gemacht, sondern so generische Roblox-Videos. Die fand ich nicht so cool. Und als wir uns mal auf dem Discord gesprochen haben, da haben wir uns, glaube ich, darüber gestritten. Ich glaube, über Grafikkarten. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, er hat AMD-Grafikkarten verteidigt, während ich gesagt habe, dass AMD-Grafikkarten Schrott sind. Und ich bin übrigens immer noch der Meinung, AMD ist Müll. CPU, ja. Grafikkarte, nein. Wenn die irgendwann aus OpenGL was machen, vielleicht, aber aktuell AMD-Grafikkarten sind Müll. Vielleicht für Gaming, aber nicht für alles andere. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, AMD-Grafikkarten sind Müll. Aber ich kann mich an das Gespräch kaum noch erinnern. Ich weiß so, aber Ork war ziemlich angefressen danach auf mich. Hat mich von seinem Discord-Server gebannt. Er kriegt trotzdem ein Like von mir als Friedensangebot. Weil, keine Ahnung, ich habe eigentlich kein Problem mit aber Ork. Aber ich weiß, ich persönlich, ich werde manchmal ziemlich rechthaberisch, wenn ich eine Meinung verteidigen will. Und ich verteidige immer noch die Meinung, AMD ist Müll im Vergleich zu Nvidia-Grafikkarten. Pupsik kriegt natürlich ein Like. Russik, Pupsik, Leute, Leute. Keine Ahnung, ich fand's lustig, als ich die ersten Videos von ihm gesehen habe, wie er da spricht. Roblox Conny finde ich eigentlich Müll. Der kann weg in die Tonne, weg mit dem. Roblox Paul kriegt von mir ein Like, großer Ehrenmann. Die Animationen hier, das ist übrigens eine richtig neue Animation, die Roblox zum Spiel hinzugefügt hat. Die war broken, da ist man irgendwie bis nach hier vorne gelaufen. Deswegen habe ich die Roblox Paul gegeben, aber Roblox hat die Animation gefixt, jetzt ist die irgendwie weird. Naja, so, dann haben wir Snily Snyles. Ist ein Freund von Danny Justin, habe ich keinen Bezug zu. Aber Louis mag Snily Snyles. Was, Augenblick, was habe ich mit Danny Justin gemacht? Habe ich den gewiped oder habe ich ihn geliked? Danny Justin, hier. Danny Justin hat ein Like bekommen, dann mache ich dasselbe auch mit Snily Snyles für Louis, der beide YouTuber feiert. Ich habe, wie gesagt, keinen Bezug zu denen. Stunny Bunny, großer Ehrenmann, hat sich im Ring behauptet, dafür kriegt er ein Like. Dafür, dass er sich gegen Leon Mascher behauptet hat. Lami, ich habe noch nie ein Video von Lami gesehen. Ich habe einmal ein Video von Zeddy gesehen, wo Lami dabei war und der kriegt von mir einfach nur ein Like, weil ich seinen Skin mag. Der ist schlicht. Ist aber auch ziemlich gut zusammengelegt. Ich mag Lami Skin, deswegen kriegt er von mir ein Like. Vecblox ist ein Homie von Pupsik. Hab keinen wirklichen Bezug zu. Und seine Videos feiere ich auch nicht so. Aber ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann mal was aus seinen Videos macht. Er macht ja eigentlich auch eher Fortnite. Diesen Roblox-Kanal, den hat er jetzt so grob angefangen. Und für seinen Roblox-Kanal kriegt er von mir keinen Like. Lars oder so. Wer ist Lars oder so? Lars oder so war, glaube ich, ein ganz normaler YouTuber. Habe ich aber nie geguckt, deswegen kommt er weg. Von Arazul. Ja, stimmt. Von Arazul. Dr. Banks kriegt von mir ein Like. Einfach nur, weil er Dr. Banks ist. Dann haben wir noch Roblox Romax. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer ist Roblox Romax. Tut mir leid, also Roblox Romax, falls du das siehst. Ich kenne dich nicht. Es kann sich bestimmt noch mal ändern. Aber hier Kubix. Auch dasselbe wie bei Vecblox. Kubix zieht mehr durch als Vecblox. Ich appreciate auch, dass er seine Thumbnails so mit Roblox Studio macht. Aber trotzdem wipe ich ihn, weil er mir mit seinen Videos momentan noch keinen Mehrwert bietet. Vor allem fängt er seine Videos immer so. Also es sind so. Sie haben einen weirden Vibe. Und daran muss er noch arbeiten. Vorher kriegt er von mir keinen Like. Wilde Pommes. Habe ich nie geguckt, aber Louis und so meinte zu mir, ich soll ihn zum Spiel hinzufügen, er ist episch. Ich konnte mich davon noch nicht überzeugen, deswegen wird er von mir erstmal gewiped. Vielleicht gucke ich mir mal ein paar Videos von Wilde Pommes an und ändere dann meine Meinung. Dann haben wir noch Zockmonster, dasselbe mit ihm, wie bei Wilde Pommes. Und Marek Let's Play, auch ein kleinerer YouTuber, von dem ich keine Videos schaue. Aber ich habe ihn einfach mal abonniert, um zu gucken, ob der irgendwann mal was aus sich macht. Keine Ahnung. Bis jetzt sprechen mich die Videos aus seiner Szene nicht so wirklich an. Jetzt haben wir noch Lplay 2.
sehr inaktiv, aber kriegt ein Like, weil ich Daniel halt mag und ja, die Animation passt sehr zu ihm. Er hat immer keine Lust mehr. Warum? Ich bin enttäuscht von dir. Was habe ich getan, Timmy? OMG, Roblox Romax ist cool. Sorry, ich kenne Roblox Romax nicht, aber das kann sich alles noch ändern. Wenn ich mir unbedingt Roblox Romax angucken soll, dann schreibt es mir auch in die Kommentare, dann mache ich das vielleicht mal. Aber momentan weiß ich gar nicht, wer das ist. Lars ist Romans Freund, okay? Und Tjulfa kenne ich auch nicht, dementsprechend kommt er einfach weg. Und damit sind wir hier mit den YouTubern, die hier sind, schon durch. Aber das sind immer noch nicht alle deutschen Roblox-YouTuber. Wie gesagt, auf dem Server hier gibt es nur begrenzte Plätze. Momentan sind in unserer Liste hier, so, scrollen wir mal kurz runter. 61 YouTuber drin. Ich bin mir sicher, es gibt noch ein paar mehr YouTuber. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir die deutschen relevanten Roblox-YouTuber alle dabei haben. Dass niemand vergessen wurde in dieser Liste. Ich meine, guckt euch diese Liste an. 61 YouTuber. Da haben wir schon eine Weile gesucht, bis wir alle relevanten Roblox-YouTuber gefunden haben. Tjulfa, no. Tut mir leid, Tjulfa. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin auch Roblox-YouTuber. Das ist die Sache. Wir können auch nicht jeden hinzufügen, der einmal irgendein Roblox-Video gemacht hat. Aber wenn so ein Mindestqualitätsstandard erreicht wird, können wir euch in dem Spiel schon inkluden, weil hier wollen wir ja alle Roblox-YouTuber haben. Also wenn du ein Roblox-YouTuber bist und in diesem Spiel nicht vorhanden bist, also guckt wirklich mal auf diese Liste hier, weil hier seht ihr alle, die gerade im Spiel drin sind. Es sei denn, wir haben euch neu hinzugefügt und ihr habt noch keine Likes bekommen, dann seid ihr nicht dabei. Aber aktuell sind es 61 YouTuber. Dann schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir auf Twitter, auf Discord, irgendwo. Und wir checken das einmal ab. Aber wenn ihr nicht mal 100 Abonnenten habt oder so, dann sorry, dann seid ihr keine relevanten Roblox-YouTuber. Wir gehen jetzt aber nochmal da hinten in die Höhle rein. Es ist schon dunkel geworden, so lange bin ich auf dem Server hier. Dann gehen wir hier einmal über die Brücke rüber, hinter den Baum. Und in der Höhle versteckt sich Emma Maustasche. Weg. Nee, keine Ahnung. Emma Maustasche, weiß ich nicht, wer das ist. Und so eine Höhle haben wir auch am Anfang des Spiels. Hab Deutsch Roblox gesucht und hab einfach einen Kanal namens Alles Ava. Alles Ava Gaming! Oh mein Gott, wie konnte ich Alles Ava Gaming? Ich glaube, Alles Ava Gaming ist tatsächlich nicht hier dabei. Das schreibe ich mir mal auf, weil müsste eigentlich zum Spiel hinzugefügt werden. Danke für den Kommentar. Alles Ava Gaming. Ich weiß, auch wenn die Roblox-YouTuber schon lange inaktiv sind, sind ja manche hier aus der Liste, fügen wir sie hinzu, einfach nur, damit die Zuschauer dann auch ihren Lieblings-YouTuber finden können. Easy Cheesy natürlich. Easy Cheesy, können wir nicht vergessen, wird von mir trotzdem gewiped, weil ich keine Videos von ihr schaue. Sorry, Easy Cheesy, nichts Persönliches, aber so ist das Leben. Es ist hart. Aber trotzdem denke ich, wir haben so ziemlich alle relevanten YouTuber dabei. Ich werde gleich nochmal raussuchen, was die User-ID von Alles Ava Gaming ist, damit wir sie hinzufügen können. Falls wir noch wen vergessen haben, dann schreibt es mir rein. Dieses Leaderboard hier soll ja dann irgendwann auch mal widerspiegeln, welche YouTuber sehr beliebt sind. Momentan sind natürlich ich und Felix und so hier weit oben, weil das Spiel von uns ausgeht und unsere Fans das zuerst spielen. Aber je mehr Leute das Spiel spielen, desto besser wird sich dann herauskristallisieren, was so die beliebtesten YouTuber sind. Und dann sollen auch natürlich inaktive YouTuber auch mal dargestellt werden, die vielleicht nur alte Videos haben. Momentan Arazulino hat zum Beispiel auf seinem Arazulino-Kanal gar nichts mehr gemacht. Ist trotzdem sehr weit oben. Natürlich, Arazul macht noch auf seinem Hauptkanal Arazul-Videos. Wo haben wir Arazul? Und für den Kanal ist er hier auch vertreten. Da heißt er YouTube Arazul und nicht Arazulino. Aber trotzdem, seinem Roblox-Kanal zum Beispiel hat er seit über einem Jahr keine Videos mehr gemacht. Und der Kanal läuft trotzdem. So, ich glaube, ich gehe aber mal auf einen öffentlichen Server. Und am besten auf einen möglichst leeren oder neuen Server. Zum Beispiel den hier. Wobei der Server hier wird wahrscheinlich auch ziemlich alt sein. Egal. Gehen wir mal rein. Ich möchte halt nicht bei Nacht in einem Server sein, Leute. Ich will das nicht. So, das Late-Spiel ist geladen und wir sind hier bei Nacht drin. Weil hier irgendwer schon seit Ewigkeiten drauf... Wie schnell ist der Server hier voll? Alles klar. Ja, wie ihr mir nachjoint. Gut. Ja, schön ist, die Likes werden auch gespeichert. YouTuber, die ich geliked habe. Da Daniel habe ich, glaube ich, gewiped. Dandy. Dandy, weiß ich auch nicht, wer du bist, aber komm, wirst gewiped, sorry. Mibo hat von mir ein Like bekommen. Danny Justin ist jetzt noch irgendwer Neues dabei. Sandy Raoul, Alphastein, Rebecca Ringtops, Sentex. Aber die hatten wir eben auch schon alle. Die hatten wir eben schon alle. It's Kantastic. Hatten wir, glaube ich, vorhin auch noch nicht. Aber wird von mir gewiped, weil ich habe keinen Bezug zu Khan. Sorry auch an Khan dafür. Aber ich weiß nicht mal, was Khan für Videos macht. Sonst sind das hier überall so größtenteils die gleichen Leute überall. Roblox Lara, hatten wir beim letzten Mal schon Roblox Lara, wird von mir gewiped. Ich habe nie ein Video von Roblox Lara gesehen. Und Roblox Lara macht jetzt, glaube ich, auch chillig ihr Minecraft-Let's Play. Und das war, glaube ich, vor einem halben Jahr, so lange nichts mehr von ihr mitbekommen. Hier, Mamono, selbst YouTuber wie Mamono sind dabei. Kriegt von mir aber kein Like, weil die... Es tut mir leid. Vielleicht macht Mamono irgendwann noch was aus sich, aber momentan bin ich nicht so wirklich Fan. Ach, und eine Sache habe ich euch noch gar nicht gezeigt über das Spiel. Es gibt nämlich auch eine VIP-Area.
Wenn ihr hier links raufklickt, da ist vielleicht ein Schloss. Aber wenn ihr VIP gekauft habt, dann könnt ihr hier raufgehen und dann seid ihr in der VIP-Area. Und ihr könnt ihr dann mit einem YouTuber eurer Wahl chillen. Und da habt ihr natürlich die komplette Liste zur Auswahl. Und ich will natürlich mit Rebecca Ring, Pharos, mit Conny chillen. Wo ist Conny? Hier ist Conny. Und dann erscheint Conny hier, steht dann da. Und dann könnt ihr Screenshots machen, wenn ihr das wollt. Hier ist man ja auch halbwegs alleine dann, wobei ihr auch einen Private-Server machen könntet. Es gibt eine Bar, an der ihr nichts machen könnt. Ein Telefon auf dem Bartresen, das ihr irgendwie runterkicken könnt, wenn... Ja, aha, ich habe das Telefon unter die Bar gekickt. Und es gibt natürlich den Aufzug, den ich in einem der letzten YouTube-Studio-Tutorials gezeigt habe. Hier kann ich jetzt E drücken, dann fährt er hoch und die Tür öffnet sich. Es ist exakt dasselbe Skript, das ich in dem Video gezeigt habe, nur dass ich jetzt noch diese Tür hinzugefügt habe. Und ein Vorhang. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Also das Spiel musste irgendwann fertig werden und ich kann hier nicht ewig an irgendeiner VIP-Area chillen. So, und an der Stelle möchte ich noch einmal alle Leute appreciaten, die jetzt schon Robux donated haben. Und das Spiel ist heute erst rausgekommen und wir haben schon so viele Donations bekommen, das hätte ich echt nicht gedacht. Erst, oh, 122 Likes, alles klar. Leute, ihr liked ja richtig durch hier. Aber riesen Shoutout an VRayXX. Ich hoffe, den Namen spreche ich so richtig aus. Über 1000 Robux donated. Ich würde mich nicht wundern, wenn es sogar ganz knapp unter 2000 Robux sind. Crafter hat, glaube ich, 1100 donated. Danke an Crafter. Und natürlich auch vielen lieben Dank an alle anderen, die ihr donated haben. 21 Leute, die schon donated haben. Danke an Gamer, an Del David oder David, an Jeromeniki. An Name kann nicht ausgesprochen werden. An Roblox Felix natürlich. Sadas, Grummel Grummel, Godly Abyss, Finn Lukas 121, Morty, Stager, Mihaxen. Namen in Roblox aussprechen ist immer so schlimm. An Niki, an Detailed Luke 3Ohr4NG, an Testboss Boss, da habe ich einmal getestet, ob es überhaupt funktioniert. Es hat funktioniert. An Ocool 2011, an Crash Crash. L30VV. L30VV, auch Ehrenmann, hat schon zweimal, glaube ich, Arena-Kampf bei uns gewonnen. An Tommy und an KT Satz. Ihr wisst Bescheid. Ich kann schlecht Namen aussprechen. Und ich persönlich donate jetzt auch einmal 100 Robux rein, please. Einmal Donation 5 kaufen. Kostet ja nichts. Ich meine, ich kriege davon ja auch 70% und davon dann nochmal 15% zurück. Das bedeutet, ich bekomme von den 100 Robux 10,5 Robux zurück. Okay, und dann bin ich theoretisch auf dem Leaderboard jetzt auf Platz 3. Gut genug, ich würde dann nicht hier stehen, aber... Ey Leute, wenn ihr es auf Platz 69 schafft, dann steht hier hinten in der Ecke. Momentan gibt es auch keine 69 Donator, aber wenn ihr es schafft, dann seid ihr dort. Aber das wäre es dann auch erstmal mit YouTuber bewerten. Wenn euch das bis hierhin schon mal gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!